Herzlich willkommen, hier ist Milka. Willkommen. Hallo. Was hast du uns denn da mitgebracht? Den Mola, das ist aber nett. Oh, das kannst du jetzt nicht sagen. Dieses Schweinmünd müsstest du eigentlich kennen. Das ist von dir, von Vivasion, mit lieben Gruß vom Vitali. Nein, na? Das ist das Schwein, das ich damals bei Viva hinten, da hatten wir lustig in meiner Deko bei Viva, also in dem Studio, hatten wir hinten ein Schwein, was ich gedreht hat. Und das ist das? Das ist genau dieses das Schwein. Das Originalschwein? Ich habe probiert, schmeckt nicht. Ja, das ist auch Styropor. Styropor, hat ja keiner gesagt. Nee. Ja. Nein, das ist aber nett, das darf ich behalten. Natürlich. Ja, schöne Grüße an Vitali, das war der Requisiteur, der dort immer rumgebastelt hat. Genau. Großartig, das ist ja ein richtiges Relikt. Herrlich. Super Schwein. Geil. Ja, vielen Dank dafür. Ja, wie geht's dir sonst? Gut? Sehr gut, klar. Ja, du hast gerade die Humet-Veranstaltung moderiert, zusammen mit Michael Mittermeier und Janine Reinhardt. Miriam, ja. Von Viva Plus. Wie war es auf der Party nachher? Große Stars da? Ich hab gesehen in der Zeitung, Thomas Gottschalk war auch da. Thomas Gottschalk war da mit seinem Sohn. Mit seinem Sohn und? Ja, sehen sich relativ ähnlich. Aber ich habe gesehen, bei dem Sohn von Thomas Gottschalk, da wachsen die Augenbrauen zusammen über der Nase und gehen dann noch so bis etwa zur Hälfte runter. Das kann man jetzt. War das so oder sah das nur in der Zeitung so aus? Nee, das ist schon wahr. Das ist schon wahr. Aber war okay. Also ganz na, ist ja nicht schlimm. Kerl, ja klar, ein bisschen verschüchtert und so. Und ist das so hat mit ihm aber gesprochen? Total abgeräumt. Ja, ich musste ja auf der Aftershow-Party leider arbeiten. Hab da die Nachberichterstattung gemacht und jeden so vor die Kamera geholt, den ich kriegen konnte. Bis die Füße brannten. Wer war dein Lieblingsstar an dem Abend? Sehr nett und sehr sympathisch immer wieder Ralf Möller, klar. Ralf Möller? Ralf Möller, der in Gladiator gespielt hat, ja. Der war ja auch schon mal hier. Ist ja auch im, Herbert Grönemeyer gewesen, das war ja total schön. Und Xavier Naidoo, klar. Anastasia war da. Mann, alles, was Rang und Namen hatte. Auf jeden Fall. Sogar Laurenz Meyer von der CDU habe ich in der Zeitung gesehen. Saß da knutschend rum auf der Viva-Party. Na gut, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Doch, habe ich aber gesehen. Das hast du persönlich gesehen? Ja, mit Zunge. Laurenz Meyer, Generalsekretär der CDU, so. Hat ja einen neuen Freund. In der Zeitung? Nein, habe ich in der Zeitung ein Bild gesehen. So, dann sind wir wieder zurück, meine Damen und Herren. Milka bei uns zu Gast. Ich bin auch ganz fasziniert hiervon, oder? Das ist super. Wahlgeschenke von der CDU. Ein Radio ist super, oder? Kriegt der nur bayerische Sender? Oder weiß ich nicht. Funktioniert der hier auch? Warte mal. Okay, ich mach mal an. Nee, das kriegt im Moment gar keinen Sinn. Doch jetzt, lass mal. Kann man es hören? Mach mal lauter. Nee, jetzt wieder weg der Sender. Naja. Das ist ein scheiß Radio. Schick mal ein neues. So, was wollte ich sagen? Du gehst natürlich wählen, oder? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Du machst bei einer Aktion mit. Die heißt Vote. Die heißt Vote, die junge Leute dazu animieren soll, zur Wahl zu gehen. Genau. Was musst du da genau machen oder was macht ihr da? Also das sind 43... Stars, also Leute, junge Leute aus dem Fernsehen, die, mit denen sich halt andere junge Leute gut identifizieren können, damit sie halt diesen Ansporn bekommen, dass Wählen auch cool sein kann. Weil es ist ja ganz wichtig, dass man wählen geht, weil die Jugend ja die Zukunft ist und man seine eigene Zukunft gestalten kann, dadurch, dass man einfach nur zwei Kreuzchen macht. Ja, das sagen wir hier jeden Abend. Bitte, ja, gehen Sie wählen. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist wichtig für die Demokratie, wenn keiner wählen geht. Keine Demokratie. Irgendwann vorbei. Irgendwann bestimmt dann ich alleine, weil ich der Einzige bin, der wählen geht. Ja, sag ich, komm hier, nehm mal einen Elten. Ja? Sagt ihr den jungen Leuten auch, was sie wählen sollen? Oder nein, können die sich das aussuchen dann? Das ist nicht der Sinn der Sache. Das wäre ja dann nicht demokratisch. Sagst du denn in der Öffentlichkeit, was du wählst? Nein. Behältst du für dich? Lieber, ja. Ja? Ohne, weil ich nicht beeinflussen möchte irgendwie. Das finde ich nicht so gut. Tendenzo, kann man es schon sagen? Nein. Nein, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Wie gefällt dir denn der Guido Westerwelle? Gut, schöne blonde Haare. Ach, siehst du? Und den wählst du? Nein. Ah, den schon mal nicht. So, da ist er schon mal raus. Ich meine natürlich Guido die blonden Haare nicht. So. Der alte Trick. Aber was wäre, wenn ich jetzt gelogen hätte? Das ist der alte Trick, das Ausschlussprinzip. Fällt man gerne drauf rein, oder? Lass uns doch mal ein bisschen was gucken von dem Video. Und zwar hast du bei der Band ohne Namen hast du mitgespielt. Genau. Haben die dich gefragt oder
wie ist es dazu gekommen? Ich stand zur Wahl, in der Tat, ja klar. Natürlich haben die mich gefragt, wir haben uns vorher schon kennengelernt, auf dem Dom haben wir öfter mal irgendwie zusammen moderiert. Ja. Und am Ende gab es dann immer so eine Art Jam praktisch. Also, dass wir zusammen auf die Bühne gegangen sind bei den Proben halt. Und das war eigentlich immer ganz geil, weil irgendwie die Mikros waren offen und wir alle haben versucht, was wir da so können. Und ich habe das halt auch mitgemacht. Hast du schon früher gerappt? Gerappt habe ich auch früher. Ich habe auch früher auch gesungen. Also ich habe immer mit Freunden irgendwie was gemacht, aber nie so wirklich öffentlich, weil... Das ist technisch schon ganz gut, muss ich sagen, was ich da, also rapmäßig. Du als Profi, ja, danke. In der Szene wird man da, glaube ich, jetzt nicht unbedingt die Credibility mit absahnen, aber es ist handwerklich gut gemacht. Genau. Ja, die beiden Typen in dem Video sehen halt ein bisschen komisch aus, ja, aber... Weil es ja keine Typen mehr sind im Video. Ja, eben. Wir schauen uns mal ein Stück aus dem Video an. Girl for a Day. Das ist hier die aktuelle Single. Band ohne Namen versus Milka. Girl for a Day. Die beiden Jungs haben das geschrieben. Die wären tatsächlich mal gerne Mädchen für einen Tag. Ja, die haben sich wirklich, glaube ich, in einem Café zusammengesetzt, haben sie mir erzählt. Und meinten, sag mal, ey, ich möchte mal gerne wissen, was Frauen so tatsächlich denken und was denen einfällt, wenn die mal irgendwie eine Stunde im Bad brauchen oder wie die so lange auf High Heels gehen können und das so weiter. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, müssen wir ein Video mit mir drehen. Hast du dir mal überlegt, was würdest du machen, wenn du einen Tag ein Junge wärst? Musste ich mir ja im Endeffekt, da ich das ja ganz oft gefragt werde. Ach, das wärst du oft gefragt? Ja, ja, mittlerweile schon. Ich habe mir überlegt, ich wäre tatsächlich gerne einen Tag ein Junge. Man kann als Mädchen ja alles machen, was ein Junge macht, nur pinkeln nicht so wie Jungs eigentlich. Und dann würde ich, wenn ich ein Junge wäre... Wenn man nichts dagegen hat, dass einem das Zeug an Beinen runterläuft. Gut, habe ich jetzt aber. Dann habe ich mir überlegt, wie das so wäre, wenn man auf einem Festival wäre, weißt du? Ja. Und die ganze Zeit Bier trinken würde und pinkeln. Weil ich gehe ja nicht auf Festivals, weil... Das ist mit den ganzen ekligen Dixi-Klos und so. Auf diese Toiletten, das kann ich mir vorstellen. Ach, das wäre das, was Sie am meisten interessieren würde? Das würde mich, alles andere finde ich uninteressant. Das alles andere, ach so, echt? Naja, ja gut. Toll, da hätte ich nicht gedacht, dass du dich mit sowas Einfachem zufrieden gibst. Ja, ich meine, die wirklich wahren Dinge des Lebens liegen ja im Wesentlichen, im Einfachen, im Pissen wahrscheinlich. Ja, jetzt hör mal. Ich glaube, wenn ich für einen Tag ein Mädchen wäre, würde ich auf jeden Fall mal hoffen, dass ich nicht da gerade die Tage habe. Ja. Das wäre für mich, glaube ich, der Punkt, wo ich sagen würde, bitte, das muss jetzt nicht sein. Oh! Ja, du machst aber noch ja... Du bist ja sozusagen hyperaktiv. Du machst nicht nur Musik mit der Band ohne Namen, sondern im ZDF läuft auch ein Krimi mit dir, Rosa Roth demnächst. Du moderierst weiter auf Viva und. Gibt es noch was, was auf uns zukommt, von dem wir noch nichts wissen? Ich glaube, das ist jetzt erstmal genug. Ich habe mich im letzten Jahr wirklich ausprobiert und jetzt gerade bin ich so daran zu gucken, was tatsächlich kann ich weitermachen. Und es macht alles immer noch Höllenspaß und auf Viva werde ich auf jeden Fall erhalten bleiben. Schauspielerei gerne weitermachen, weil es wirklich so, so schön war. Und auch die Single hoffe ich jetzt erstmal, dass das... Da richtig fängt schnell. Ja, da drücken wir die Daumen. Viel Glück bei allem. Ja, okay. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Meine Damen und Herren, Milka!